Dann heiße ich euch herzlich willkommen zum Sonntags-Qigong und ich freue mich, dass ihr mit mir gemeinsam praktizieren wollt. Und wir beginnen heute im Sitzen. Wenn ihr noch keinen Stuhl habt, dann holt euch einen Stuhl und setzt euch bequem hin. Aufrecht, bei Hui zieht nach oben der Scheitelpunkt. Und das Kinn ist leicht eingezogen. Richte deinen Blick nach vorne auf einen leeren Punkt am Horizont. Konzentriere deine Gedanken und deinen Blick auf diesen Punkt, wenn möglich, ohne zu blinzeln. Und ziehe deinen Blick langsam zurück in dein Gehirnzentrum. Schließe dabei sanft die Augen. Schaue nach innen. Spüre nach innen. Höre nach innen. Mingmen ist nach vorne entspannt. Ein leichtes Hohlkreuz im Lendenbereich. Schließe Huiyin, deinen Dammpunkt, ganz sanft. Entspanne deinen ganzen Körper. Entspanne deinen Kopf, die Augen, die Nase, die Wangen und den Kiefer, den Mund, ein Lächeln auf deinem Gesicht. Der ganze Kopf entspannt. Entspanne Hals und Nacken. Und entspanne die Schultern. Lass die Schultern fallen. Entspanne die Arme, die Handgelenke und Hände. Spüre in deinen Brustraum hinein und in deinen oberen Rücken. Und spüre die Ausdehnung beim Einatmen, die Entspannung beim Ausatmen. Herz und Lungen ganz entspannt. Spüre in deinen Bauchraum und unteren Rücken. Auch hier spürst du eine sanfte Ausdehnung und Entspannung. Spüre in deine Hüften, in dein Gesäß hinein. Lass alles los, was du dort festhältst. Entspanne. Spüre in deine Beine, in deine Knie, Unterschenkel, Fußgelenke und Füße hinein. Beine und Füße vollkommen entspannt. Der ganze Körper ist von oben nach unten, von innen nach außen ganz entspannt.
Dein Kopf durchdringt den blauen Himmel weit hinauf bis zu den Sternen. Deine Füße durchdringen die Erde tief hinein bis zum blauen Himmel unter dir. Dein Körper ist ganz entspannt und dein Geist öffnet sich nach allen Richtungen, nach vorne bis zum Horizont, nach hinten bis zum Horizont, nach links und nach rechts bis zum Horizont, ganz weit. Du bist respektvoll zur ganzen Schöpfung. Innerlich bist du ruhig, ganz achtsam zu dir. Dein Herz ist rein und klar wie ein stiller See. Dein Geist ist frei von Gedanken. Du bist nur im Hier und Jetzt. Spüre die unendliche Weite. Spüre das Qi überall um dich herum. Wunderbares Qi, verbinde dich mit dem Qi. Dann komme zurück mit deinem Bewusstsein in deinen Körper und das Qi fließt in deinen Körper hinein, vom Kopf bis zu den Füßen. In jede Zelle. Du bist ganz aus Qi. Du bist in Einklang mit Qi, in Harmonie mit Qi, in Harmonie mit Qi. Und wir beginnen mit dem Kranichkopf. Ziehe bei Hui nochmal nach oben, Kinn einziehen und leg den Kopf nach hinten. Ziehe das Kinn nach oben, nach vorne, nach unten, nach innen und Brustbein entlang, nach oben. Richte Bein hoch auf, zieh dein Kinn ein, leg den Kopf nach hinten. Zieh das Kinn nach oben, kreise nach vorne, unten, innen, nach Brustbein entlang, nach oben, hebe bei Hui an, zieh das Kinn ein, leg den Kopf nach hinten, zieh das Kinn nach oben, nach vorne, nach unten, nach innen. Am Brustbein entlang nach oben, richte bei Hui auf, zieh dein Kinn ein und mach die Übung jetzt in deinem Rhythmus weiter.
Große Kreise, ganz sanft deine Aufmerksamkeit ist bei der Bewegung. Und wenn bei Hui wieder nach oben zieht, halten wir an und beginnen die Übung. Kreisen in die andere Richtung, Kinn einziehen, und das Kinn nach unten am Brustbein entlang führen, nach vorne, nach oben. Leg den Kopf nach hinten, hebe bei Hui an, zieh das Kinn ein und das Kinn am Brustbein entlang, nach unten, nach vorne, nach oben. Leg den Kopf nach hinten, ganz sanft. Hebe bei Hui an, zieh das Kinn ein und das Kinn am Brustbein entlang nach unten, nach vorne, nach oben, nach hinten den Kopf und bei Hui aufrichten. Und führe das Kinn wieder nach unten, nach vorne, nach oben. Leg den Kopf nach hinten, hebe bei Hui an, zieh das Kinn ein, das Kinn nach unten führen, nach vorne. Kreisen, nach oben, Kopf nach hinten, bei Hui wieder aufrichten, das Kinn einziehen, am Brustbein entlang, nach unten, nach vorne, nach oben. Leg den Kopf nach hinten, hebe bei Hui an, mach weiter in deinem Rhythmus, langsam und gleichmäßig.
Aufmerksamkeit ist bei der Bewegung und das Qi folgt deiner Aufmerksamkeit. Spüre tief hinein. Und wir kreisen noch einmal. Halten die Bewegung an und spüren nochmal in den Kopf und die Halswirbel hinein. Dann beginnen wir mit dem Mingmen-Kreisen. Mingmen ist der Punkt gegenüber dem Bauchnabel. Ziehe bei Hui nochmal nach oben, das Kinn leicht zum Kehlkopf. Schiebe Mingmen nach vorne, nach links, nach hinten, nach rechts, nach vorne, weit nach vorne, links, hinten, weit nach hinten, rechts, vorne, links, hinten, rechts, vorne, links, hinten, rechts, vorne, links, hinten, rechts, vorne. Mach weiter in deinem Rhythmus, große Kreise. Langsam und gleichmäßig. Wenn wir hinten sind, ist der Bauch eingezogen. Und vorne sind die Lendenwirbel nach vorne gedrückt. Spüre die Dehnung hinten. Und vorne. Spüre in jede Bewegung hinein. Und wenn deine Gedanken abschweifen, dann komm mit deiner Aufmerksamkeit zurück zur Bewegung.
Bewegung langsam und gleichmäßig. Die Kreise jetzt kleiner werden lassen. Zur Mitte kommen und anhalten. Und wir beginnen die Kreisbewegung in die andere Richtung. Mingmen nach vorne schieben, nach rechts, nach hinten, nach links, nach vorne, rechts, hinten, links, vorne, rechts, hinten, links. Vorne. Mach weiter in deinem Rhythmus. Große Kreise. In jede Bewegung hineinspüren. Lasse die Kreise wieder kleiner werden. Und zur Mitte kommen und hineinspüren in dein unteres Dantien. Und wir bleiben in diesem guten Zustand, kommen zum Stehen und zur Übung Qi anheben und ausgießen.
Stell dich aufrecht hin, die Beine, die Füße zusammen. Hui, der Scheitelpunkt zieht nach oben, das Kinn leicht zum Kehlkopf. Die Arme hängen locker, etwas Luft unter den Achseln. Die Knie sind leicht gebeugt. Schließe Huyin, den Dammpunkt, ganz sanft. Und wenn du deine Augen jetzt geöffnet hast, dann schließe sanft die Augen. Schaukle deinen Körper leicht nach vorne und hinten. Und zentriere dich wieder. Drehe deine Handflächen vom kleinen Finger aus nach hinten und durch nach unten. Spüre das Qi der Erde unter dir. Schiebe die Hände eine Handlänge nach vorne und ziehe sie wieder zurück. Nach vorne, loslassen und zurückziehen. Qi aufnehmen, nach vorne, loslassen, zurückziehen, aufnehmen. Die Handgelenke locker lassen, die Handflächen zueinander. Wir greifen mit den Fingern tief in die Erde und heben aus der Erde einen großen Qi-Ball bis auf Nabelhöhe vor den Körper. Richte deine Fingerspitzen zum Nabel. Sende das Qi bis zum Innen. Drehe die Handflächen nach unten. Kreise die Arme am Horizont entlang zur Seite. Weiter nach hinten. Richte die Handflächen zum Innen. Qi fließt bis zum Bauchnabel. Hebe die Arme diagonal hoch bis unter die Achseln. Mittelfinger auf der Bauch. Qi fließt tief ins mittlere Tantien. Ziehe die Ellenbogen nach hinten. Streck die Arme bis zum Horizont auf Schulterhöhe und Breite. Richte die Mittelfinger zu Yintang zwischen den Augenbrauen. Qi fließt tief hinein in dein oberes Dantian. Öffne die Arme zur Seite. Bis sie eine gerade formen, drehe die Handflächen nach unten und drehe vom kleinen Finger aus nach oben zum Himmel. Hebe das Qi an bis über deinen Kopf. Lege die Handflächen aufeinander. Strecke die Hände in den blauen Himmel. Und verbinde dich mit dem blauen Himmel. Senke die Hände zum Kopf und nach vorne, am Gesicht entlang, nach unten, bis vor die Brust. Kreise zweimal die Handgelenke nach rechts, vorne,
Links, hinten, rechts, vorne, links, hinten. Strecke die Arme und die Hände nach vorne bis zum Horizont. Öffne die Finger einzeln, kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger. Zeigefinger, Daumen bilden ein Dreieck. Richte das Dreieck auf, die Handflächen nach vorne. Trenne Zeigefinger und Daumen, Arme schulterbreit. Und wir greifen das Qi. Nehmen das Qi auf, tief in den Körper. Rücken nach vorne, lassen los. Wir greifen das Qi, kreisen die Schultern, bringen das Qi tief hinein und drücken wieder nach vorne, lassen los. Aufnehmen, tief hinein und loslassen zum blauen Himmel. Schiebe die Hände, eine Handlänge zur Seite und wieder zurück. Zur Seite öffnen und zurück schließen. Öffnen, schließen. Kreise die Arme am Horizont entlang. Zur Seite, bis sie eine Gerade formen. Spüre das Qi am Horizont und nehme das Qi auf mit deinen Händen und Armen tief in den Körper. Drücke nach vorne, lasse los. Aufnehmen. Tief hinein, loslassen zum blauen Himmel. Aufnehmen, loslassen. Schiebe die Hände eine Handlänge nach oben und führe sie wieder zurück. Nach oben, zurück. Oben öffnen und zurück schließen. Drehe deine Handflächen nach oben. Hebe die Arme, hebe das Qi. Ganz langsam hoch bis über deinen Kopf. Verbinde dich mit dem blauen Himmel. Senke die Hände, gieße Qi aus, tief in den Körper hinein und die Hände nach vorne, am Gesicht entlang nach unten, am Hals entlang, zur Brust, die Fingerspitzen zueinander und am Oberkörper entlang. Bis zum Nabel. Lege die Mittelfinger auf den Nabel. Qi fließt ins untere Dantian. Kreise die Fingerspitzen an der Taille entlang zur Seite, weiter nach hinten. Mittelfinger auf Mingmen, Qi fließt bis zum Bauchnabel. Streife die Hände am Gesäß entlang nach unten, an den Rückseiten der Beine entlang, der Körper geht nach vorne, an den Kniekehlen entlang, Waden entlang. Kreise die Hände um die Füße und leg die Hände auf die Füße.
Sinke mit deinen Knien nach vorne unten. Lass los und ziehe Mimme nach hinten oben. Nimm auf. Nach vorne unten. Tief in die Erde drücken. Und nach hinten oben. Chi aufnehmen. Nach vorne unten. Tief in die Erde verbinden. Und nach hinten oben. Aufnehmen. Kreise die Finger um die Zehen herum. Nimm das Qi aus der Erde auf. Bring die Hände zur Innenseite der Beine. Und bring das Qi hoch an den Schienbeinen entlang. Knien, Oberschenkel, Bauch bis zum Nabel. Mittelfinger auf den Nabel. Qi fließt tief in dein unteres Dantian. Unteres Dantian in Fülle. Streife die Hände zur Seite und nach unten. Hebe die Arme seitwärts hoch. Das Qi unter deinen Armen hilft dir, die Arme zu heben, bis die Arme eine gerade formen. Richte die Fingerspitzen nach oben, die Handflächen nach außen. Spüre das Qi am Horizont. Wir greifen das Qi und bringen das Qi tief in den Körper. Drücken nach vorne, lassen los. Aufnehmen, tief hinein, loslassen zum blauen Himmel. Aufnehmen, loslassen. Schiebe die Hände eine Handlänge nach vorne. Schließen und zur Seite öffnen. Schließen nach vorne. Und öffnen zur Seite. Schließen und öffnen. Kreise die Arme am Horizont entlang bis auf Schulterbreite. Und wir greifen das Qi. Bringen das Qi tief in den Körper, lassen los, drücken nach vorne. Wir nehmen Qi auf, wir kreisen dabei die Schultern und drücken nach vorne. Aufnehmen, loslassen. Schiebe die Hände eine Handlänge nach oben. Öffnen und zurück schließen. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Richte die Handflächen zueinander und hebe einen Qi-Ball durch den blauen Himmel. Weit hinauf, bis über deinen Kopf. Verbinde dich mit dem blauen Himmel und senke die Hände, gieße Qi aus, tief in den Kopf.
und in den Körper hinein. Und die Hände an den Seiten des Kopfes entlang nach unten bis zu den Ohrläppchen. Drehe die Handflächen nach vorne. Und wir drücken die rechte Hand nach vorne. Und schöpfen Qi nach links, drehend von der Taille aus. Bei 90 Grad, den Daumen auf Zhongkui und hinter der Schulter, über die Schulter nach vorne. Drücke die linke Hand nach vorne. Schöpfe Qi nach rechts, drehend von der Taille aus, bei 90 Grad, den Daumen auf Zhongkui, winkel den Ellbogen an, führe die Hand hinter der Schulter nach vorne. Drücke beim Einatmen auf Qi Hu und beim Ausatmen lass los. Einatmen, drücken, ausatmen, loslassen. Einatmen, ausatmen, ein, aus. Öffne die Hände nach vorne. Das rechte Handgelenk über das linke. Öffne die Hände zur Lotusblüte. Qi fließt aus allen Richtungen zu dir. Lege die Handflächen aufeinander. Senke die Hände bis zum Nabel und zur Seite und nach unten. Wir wiederholen nochmal Teil 2. Hebe die Arme seitwärts hoch und die Fingerspitzen nach oben. Und wir greifen das Qi, bringen das Qi tief in den Körper und drücken nach außen. Aufnehmen, loslassen. Aufnehmen, loslassen. Schiebe die Hände nach vorne. Schließen und zur Seite öffnen. Schließen nach vorne und öffnen zur Seite. Schließen, öffnen. Kreise die Arme am Horizont entlang, nach vorne bis auf Schulterbreite. Und nimm das Qi mit deinen Händen und Armen auf, tief in deinen Körper und drücke nach vorne. Aufnehmen, loslassen. Aufnehmen, loslassen. Schiebe die Hände eine Handlänge nach oben. Und führe sie wieder zurück. Öffnen nach oben und zurück. Schließen. Öffnen. Schließen. Und richte jetzt die Handflächen zueinander und hebe einen großen Qi-Ball durch den blauen Himmel bis über deinen Kopf.
Gieße das Qi aus, tief in deinem Körper, bis zum Kopf, die Hände und nach vorne, zur Stirn, Mittelfinger, auf Yintang. Qi fließt ins obere Dantian. Streife die Finger an den Augenbrauen entlang zur Seite, weiter nach hinten, Mittelfinger auf Yuchen, Qi fließt bis zu Yintang. Streife die Hände, die Finger an der Wirbelsäule entlang nach unten, soweit du kannst, und kreise dann die Hände über die Schultern, unter den Achseln hindurch, so gut zur Wirbelsäule. Nimm das Qi auf und führe die Hände an der Wirbelsäule entlang nach unten bis zu Mingmen. Qi fließt bis zum Bauchnabel. Kreise die Hände um die Taille herum nach vorne. Leg die Mittelfinger auf den Nabel. Qi fließt ins untere Dantian. Streife die Hände nach unten. An den Innenseiten der Beine entlang, über die Knie, Schienbeine, umkreise die Hände um die Füße, leg die Hände auf die Füße, sinke mit deinen Knien nach vorne unten und ziehe nach hinten oben. Nach vorne unten, lass los, nach hinten oben, nimm auf, loslassen, aufnehmen. Kreise die Hände um die Füße herum, nimm das Qi aus der Erde auf und führe die Hände an den Rückseiten der Beine nach oben. Bring das Qi tief in deine Beine hinein. Über die Kniekehlen, Oberschenkel, Gesäß bis zum Mingmen. Qi fließt bis zum Bauchnabel. Kreise die Hände um die Taille herum, nach vorne, Mittelfinger auf den Nabel, Qi fließt ins untere Tantien, tief hinein, unteres Tantien in Fülle. Greife die Hände zur Seite und nach unten. Hebe die Arme diagonal an. Hebe das Qi aus der Erde durch den blauen Himmel weit hinauf bis über deinen Kopf. Gieße Qi aus, senke die Hände, Qi fließt tief hinein und die Hände an den Seiten des Kopfes bis über die Ohren, bei den Ohrläppchen, richte deine Handflächen nach vorne, senke deine Ellenbogen und Schultern,
und drücke die rechte Hand nach vorne. Richte die Handfläche nach innen, schöpfe Chi nach links, drehend von der Taille aus. Bei 90 Grad den Daumen auf Zhongkui. Winkel den Ellenbogen an, führe die Hand hinter der Schulter, über die Schulter nach vorne. Mittelfinger auf Chi Hu unter dem Schlüsselbein. Drücke die linke Hand nach vorne. Richte die Handfläche nach innen. Schöpfe Chi nach rechts, drehend von der Taille aus. Bei 90 Grad den Daumen auf Zhongkui und die Hand hinter der Schulter, über die Schulter nach vorne. Mittelfinger auf Chi Hu. Wir atmen dreimal ein und aus. Beim Einatmen drücken wir auf Chi Hu. Beim Ausatmen lassen wir locker. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Löse das Mudra, bringe die Hände etwas nach vorne. Drehe die rechte Handfläche über die linke, rechtes Handgelenk über das linke. Öffne die Hände zur Lotusblüte. Chi fließt aus allen Richtungen zu dir. Schließe die Hände. Ellenbogen auseinander und kreise zweimal die Handgelenke. Nach rechts, vorne, links, hinten. Rechts, vorne, links, hinten. Schiebe die Hände vom Gesicht entlang nach oben bis über deinen Kopf. Weit hinauf, strecke dich noch etwas höher. Und trenne die Finger einzeln, vom kleinen Finger beginnend. Die Handflächen zeigen nach vorne. Senke die Arme. Nach unten, bis sie eine gerade formen. Drehe die Handflächen nach oben und schließe die Arme nach vorne bis auf Schulterbreite. Richte die Mittelfinger zu Yintang, Chi fließt ins obere Dantian. Oberes Dantian in Fülle. Ziehe die Ellenbogen nach hinten. Mittelfinger auf Tabao unter den Achseln. Sende Chi in dein mittleres Dantian hinein. Mittleres Dantian in Fülle. Strecke die Arme nach hinten durch, die Handflächen nach oben und öffne die Arme zur Seite. Bei den Hüften drehe die Handflächen nach vorne und umarme einen großen Chi-Ball bis auf Nabelhöhe. Und sammle das Qi, bringe das Qi langsam zum Nabel. Lege die Hände auf den Nabel. Frauen die rechte Hand zuerst, Männer die linke Hand zuerst. Handzentrum auf Handzentrum. Speichere Qi. In Stille.
Qi ist in Fülle vorhanden. Qi und Blut fließen gut. Alle Organe sind im besten Zustand. Alle Blockaden sind gelöst. Alles fließt frei. Paula, streife die Hände langsam zur Seite und nach unten. Öffne langsam die Augen. Bewege dich kurz. Und komm nochmal vor den Bildschirm und mach dein Mikrofon an.